Alles in Ordnung? Ja. Hier. Für dich. Hä? Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut. Dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Kein Bedarf. Na, hör mal. Jetzt sag doch nicht sowas. Ist eine echte Blume. Die ist sehr viel wert. Schenk sie deiner Freundin. Sie wird garantiert strahlen vor Glück. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Ja, schon klar. Sind 2 Gil genug? 2 Gil? Hör mal, für eine echte Blume? Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Oh. Nein. Wenn die Bezahlung... Du scheinst ja die Details klären. Alles klar. Die Auftragsdetails klärst du am besten mit den Klienten. Hab ich gehört. Die Mond. Hallo, Cloud. Du warst der Erste, der... Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erwarten. Selbstverständlich werde ich auch... Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen. Und hoffe, du bist... Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du, sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost... Setz dich. Was darf es sein? Ach, einfach irgendwas. Okay, ich mix dir was Passendes. Du willst schon zurück? Ja, ich hab genug. Sie kann ganz schön hart zutreten. Ich fürchte, das hilft nicht weiter. Du redest doch nicht etwa von Tifa. Sind wir? Stinkt ja bestialisch. Aeris. Cloud.
Schnell, komm nach Sektor 7. Ja. Dieser Dreckskerl. Wir schulden ihn was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira, wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das. In einem Geheimlabor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Gönn dir eine Pause, solange du kannst. Du dir auch. Mach dir um mich keine Sorgen, ich bin Sei. Wenn ich die Augen schließe, kommen die Erinnerungen hoch. In Avalanche war ein frecher Bengel namens Finn. Egal, was man ihm auftrug, er hat es nie richtig gemacht. Aber malen konnte der Junge. Die Stamp-Symbole in den Tunneln? Die Dinger hat Finn dort gemalt. Al war für die Aufklärung zuständig. Unheimlich gerissen und hat überall Sicherheitscodes aufgetrieben. Aber sonst hatte er nur Frauen im Kopf. Er hatte immer und überall einen Strauß Blumen in der Tasche. Für den Fall, dass er ein Mädchen trifft, das ihm gefällt. Wer weiß, vielleicht hat er die Blumen von hier. Bei Tifa hat er es übrigens auch mal versucht. Aber an der ist er abgeblitzt. Klar ist er das. Nelly hat das Material beschafft. Hat viel mit Jesse zusammengearbeitet. Die beiden wurden oft für Schwestern gehalten. Sie haben dann immer lauthals protestiert, dass sie sich gar nicht ähnlich sehen würden. Aber gefreut hat es sie doch. Ach, was mache ich mir überhaupt Sorgen? Wie ich sind diese Leute hart im Nehmen. Wenn Eris gerettet ist, stelle ich euch vor. Ja, gerne. Wer hätte gedacht, dass du so ein guter Zuhörer sein kannst? Hat es geholfen? Ja, jetzt kann ich schlafen.
Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Oh. Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Wie unsere Heimat. Dir hilft? Danke. Eris? Träume ich? Wer weiß? Vielleicht auch nicht. Geht es dir gut? Siehst du doch. Weißt du, als Kind war ich bei Shinra. Hat Elmira erzählt. Ach so. Jedenfalls ist es fast so, als wäre ich wieder zu Hause. Es ist vertraut. Gar nicht so schlimm. Besser als hier? Unsinn. Gar kein Vergleich. Elmira ist auch besorgt. Auch? Wieso auch? So wie ich. Das tut mir leid. Ehrlich. Oh.
Was ist das? Jeder Mensch muss einmal sterben. Da hast du recht. Und deshalb muss man sich immer treu bleiben. Wirklich immer. Man muss jeden Moment genießen. Merke ich mir. Weißt du, genießen wir diesen Moment, okay? Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich erinnere mich an alles, was du gesagt hast. Ich erinnere mich an alles, was du getan hast. Und für all das bin ich dankbar. Die Zeit mit dir war wunderschön. Aber verlieb dich nicht in mich. All deine Gefühle wären Einbildung. Habe ich auch was dazu zu sagen? Oh, es wird hell. Ich muss los. Ich komm dich holen. Lieb von dir, doch lass es.